Übrigens seht ihr heute die unverblümte Wahrheit. Nichts geschminkt, nichts hergerichtet. Wir färben oder blondieren unsere Haare jetzt. Ich habe zur Freude der Freude morgen um 10.30 Uhr ein Meeting. Ziel. Maruschka, oder? Ich bin in der Mischecke. Also ihr habt beide recht. Es ist weiß mit einem silbernen Touch. Ah, ist das Silber? Blondierung in der Mirung. Ach, haben wir schon. Hörst du was? Hör schon wieder schöne Musik, Freunde. Es geht los, Freunde. Stil. Oje, 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 oje. Nimmst du dir das bisschen, tust es rüber, weil ich brauche überall Farbe. Verstehst du? Aha. Du brauchst den auch dafür. Ja, aber ich habe ihn ja im Stil. Lieber Gott. Doppelt Flower Power, Doppelt Flower Power. Hello everybody! Welcome back auf unserem wunderbaren YouTube-Channel. Roman und ich, wir wünschen uns weiße Weihnachten und da wir nicht wissen, ob es dieses Jahr schneien wird, färben wir unsere Haare weiß. Grau? Weiß. Weiß? Willst du grau sein? Ja, so grau meliert vielleicht. Oh, du hast doch gar keine Ahnung. Ich hab dir so ein Bild extra gezeigt, wie ich auch schauen will. Wann? Ich zeig's dir gleich. Ja, das darfst du mir nochmal zeigen. Übrigens seht ihr heute die unverblümte Wahrheit. Nichts geschminkt, nichts hergerichtet. Ich bin ganz gespannt, wie das Video jetzt werden wird, weil wir färben oder blondieren unsere Haare jetzt bestimmt 2-3 Mal. Das dauert ein paar Stunden und müssen sie dann noch abmattieren und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich den Kladderadatsch. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Dieses Video muss man jetzt mit so Etappen aufnehmen. Das haben wir noch nie gemacht. Ich bin ganz gespannt. Ja, und ich habe zur Freude der Freude morgen um 10.30 Uhr ein Meeting in Großes in Stuttgart in unserer Hauptzentrale. Und vielleicht muss ich dort mit einer Basecap auftreten. Zur Not geht der Roman morgen so in diesen Stil. Maruschka, oder? Oder er könnte auch die Perücke vom letzten Mal hernehmen. Ach so, ja. Die hätten wir auch noch. So, jetzt suche ich dir sofort das Bild aber raus. Roman sucht das Bild und ich mische dabei die Blondierung, denn, Freunde, das heißt, du gehst die Zeit rennt. Ich gehe jetzt ins Labor. In die Mischecke. Ich bin in der Mischecke. Ich zeig euch das. So willst du, Roman. Jedoch, Schatzi, ist da ja auch dunkle Haarpartien schon mit dabei. Das geht ja jetzt noch nicht gleich. Aber das so, muss das ja auch ist doch nicht, das ist rauswachsen. Doch nicht weiß. Das ist doch grau, oder? Das ist weiß. Petra, das ist doch nicht, das ist doch nicht weiß, das ist doch grau, oder? Das ist weiß. Sag mal ehrlich, das ist doch grau. Oder also... Also ihr habt beide recht, das ist weiß mit einem silbernen Touch. Ach, ist das Silber? Haben wir das auch da? Ich mache jetzt das einfach mal, mal schauen, was rauskommt. Blondierung in der Mirung. Wir haben uns extra übrigens T-Shirts angezogen. Die nicht mehr ganz so gut sind. Kriege ich jetzt auch so, wie die Denise immer gemacht hat, diese Alupapier in die Haare rein? Nee, das kriegst du nicht, das werden Strähnen. Ach, haben wir schon. Hörst du was? Hör schon wieder schöne Musik. So, du darfst das jetzt einmal hier umrühren in der Mirror. Wenn sie doch bitte jetzt einmal platzen würden. Oh, Entschuldigung. Was hast denn du da für eine Größe gekauft, Schatzi? S. Chinatown. Chinatown Größe. Size. Wie lange mache ich das eigentlich? Das reicht eigentlich schon. Das blubbert ja schon. Das ist toll gemacht. Ja, das oxidiert an der Luft. Echt? Oxidiere in the Miri. Aber Schatzi, wirklich, wer kauft denn so kleine Handschuhe? Wie soll ich denn da reinkommen? Unsere Haushälterin waren bis jetzt immer kleine Damen, zierliche. Ja, die jetzt haben wir den Max. Es geht los, Freunde. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Ich bin ja schon gespannt. Der Roman macht das gleiche später bei mir. Und da bin ich schon gespannt, wie das dann wird. Oh, du hast recht, die sind ja richtig übel, die Dinger. Und das Schöne ist, dass jetzt mein lieber Ehemann, der natürlich nicht Friseur gelernt hat, das gleiche jetzt bei mir machen darf. Ach, ich habe da Naturtalent. Herr Navrat, nehmen Sie bitte Platz. Und zwar fangst du jetzt an, dir hier eine Linie zu ziehen.
nimmst du den Kamm und kämmst praktisch hier vor mit dem Kämm, nicht mit dem Stiel. Schau mal her. So. So und dann darüber und dann special wie. Jetzt nimmst du den und dann darfst du schon ordentlich was raufklatschen. Oje, 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 oje. So, schau mal, und dann darfst du schon hier so. Schau mal, du musst schauen, Roman. Vom Tisch weg. Du sollst schauen, der Tisch ist nicht wichtig. Und jetzt musst du dich beeilen. Ja. Und jetzt als erstes da, wo ich natürlich viele Haare habe, nimmst du dir das bisschen, tust es rüber, weil ich brauche überall Farbe. Verstehst du? Du brauchst den auch dafür. Ja, aber ich habe den ja im Stiel. Also ich muss sagen, ich glaube, ich könnte zumindest Haare schneiden. Wenn es mir jemand gut zeigen würde, könnte ich auch. Also ich glaube, das Talent hätte ich. Doch. Ja, Schatz, nach einer dreijährigen Ausbildung, ja. Ja, aber ich glaube, man braucht ja trotzdem Talent. Das stimmt. Um zu Sachen zu sehen. Also, das stimmt, das Talent passt. Oder Petra. Ja. Also für sowas, wenn ich Friseur wäre, glaube ich, hätte ich jemand so einen Adjutant, wo das mir macht. Und ich würde dann kommen, würde dreimal mit der Schere wackeln und würde sagen, wow. So, die Plörre ist drauf. Und ich sag euch eins, das ist echt anstrengend. Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt steht der Timer eine Stunde und ja, wir sind gleich mal auf das Ergebnis gespannt, wie orange wir gleich sein werden. Bis Würdest gleich. Du empfehlen, das selber zu machen, daheim? Nein, um nee, Gottes ja. Willen, das darfst du bitte nie selber zu Hause machen, wenn du dich nicht auskennst. Genau, darum, das ist vielleicht schon mal ein wichtiger Tipp, ne? So. Ja. Tada! Tada! Wir haben uns zurückgemacht. Ja, extra für euch, ihr Schatzis. Und wir möchten jetzt einfach mal den Turban abnehmen. Ich trau mich gar nicht. Sollen wir es zusammen machen auf drei, okay. Oder? Eins, zwei, drei. Ach du lieber Gott. Wir sind richtig gelb. Obwohl, für das erste Mal ist das jetzt schon ganz schön gut geworden, muss ich sagen. Oh je. Jetzt machen wir es gleich nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ich mische, Darling, ich mische. Also du kannst dir schon mal die Handschuhe anziehen, weil dieses Mal machen wir es nämlich so, dass der Roman mir als erstes die Farbe aufträgt. Du machst es mit Absicht. Das stimmt gar nicht. Oh, das brennt. Oh Mann, hör auf, das tut weh, hör auf. Ich weiß nicht, wie soll ich das auch? Ja, aber nicht so brutal. Du stichst mir ja die Haut raus. Und übrigens sehen die ganzen Leute nicht, wie du das aufstreichst. Man sieht nur deinen Arm. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist wie bei der Martina Hill, wo sie hier wackelt. Bei mir wackelt überhaupt nichts. Komm, mach's mal nochmal. Vorne, komm. Nee, nee, so wie vorher. Bei mir wackelt da nichts. Da, seht ihr den da? Das ist schön. Kennt ihr den da hier, den Wackeltag? Komm, komm, komm. Doppelt Flower Power, Doppelt Flower Power. Also, jetzt noch mal eine Stunde und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Eine Stunde. Oder Schatzi, ich habe eine Idee, wir können jetzt was richtig Geiles machen. Hier sind wir wieder. Mit der Überraschung schlechthin. Wir haben einmal Platz getauscht und es ist auch wahnsinnig schnell eingezogen, die Farbe, ne? Wahnsinnig schnell, ne? Der einen Finger schnipsen. Wir können nämlich zaubern. So, jetzt hauen wir das mal weg, oder? Seid ihr gespannt, oder? 3, 2, 1, wuhu! Hallo! Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut seht. Also wir sind jetzt auf jeden Fall nochmal richtig heller geworden. Und jetzt, bin ich auch so gelb da oben? Und jetzt mische ich schnell den Cocktail an. Der Cocktail, it's coming. Aber es riecht gut. Ich liebe den Geruch. Ich auch. Wer von euch liebt auch den Geruch im Friseurladen? Fast so wie Benzin an der Tankstelle. Ach ja, herrlich. So, ein kleiner Schichtwechsel. 2, 3. So! Tadam, da dram! Dratatatam! Das immer. Genau, das ist das vorläufige Ergebnis für heute. Wir sind für heute auch total zufrieden, muss ich sagen. Natürlich ist es noch nicht hundertprozentig gleichmäßig bei beiden. Auf jeden Fall erhält heute unsere Kopfhaut nichts. Mehr aus. Mir spannt das ganze Gesicht, das Wahnsinn, ist brutal. Ja. Und vor allem muss man ja wirklich auch dazu sagen, dass das halt eine richtige Prozedur ist von so dunklen
Haaren. Auf so blonde Haaren. Weißt du, was ich mir gerade denke? In 10 Jahren schauen wir unsere alten YouTube-Videos an. Gott, dann denken wir, was haben wir nur gemacht? Und dann machen wir so ein Video. Wir kommentieren unsere YouTube-Videos. Ja, oder unsere Kinder und sagen, wie peinlich sind denn da die Daddys und Papas? Ja. Und ja, auf jeden Fall war es das für heute. Wir gehen jetzt ins Bett, räumen alles auf und dann werden wir vielleicht am Sonntag nochmal ein bisschen drüber gehen über die Haare. Roman macht erstmal morgen so sein Meeting, ne? Ja, genau. Das geht schon. Ach, das also, ihr Lieben, schon. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Sinne möchten wir euch noch sagen, dass im Leben alles möglich ist. Wenn du nur fest daran glaubst und das alles jedes Mal falsch. Fest genug daran glaubst. Ach, gucke. Dass im Leben alles möglich ist, wenn du nur genug fest daran glaubst. Das war jetzt Absicht. Nee. Doch, das war Absicht. Sport ohne Hexenkreuz. Ja, das weiß ich. Wenn du nur fest genug daran glaubst. Ja. Und alles dafür tust. In diesem Sinne küssen wir euch. Alles Liebe und Gute, ihr Lieben. Eure Regenbogenfamilie Navrot. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, Freunde, ne? Wenn ihr noch mehr solche lustige Videos haben wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Und sagt doch mal, auf was Peter, du musst nur schnell warten, glaube ich, zu Shepard, glaube ich, zu warten. Und sagt doch mal, was wir sonst noch so für Videos haben. Warte, das müssen wir nochmal machen. Was? Mit Abonnade abonnieren. Ach ja! Das Wichtigste hätte man ja fast vergessen heute Abend. Weißt du, was ich gerade gesagt habe? Ich habe gesagt, Abonnade abonnieren. Carbonara! Carbonieren, Insel. Niere. Ich sag's euch. Bitte abonniert unseren Kanal. Genau. Aktiviert die Glocke, dass ihr immer mitbekommt, wenn ein neues Video online kommt. Und wir bedanken uns. Was gibt's noch? Ach, kommentiert gerne. Ja, das müssen wir nochmal machen, das ist ja. Nee, das ist doch lustig. Achso, Mama, du darfst bitte nichts machen. Das hört man alles. Ihr Lieben, abonniert gerne unseren Kanal. Genau. Aktiviert die Glocke, dass ihr alles hautnah und frisch und brandaktuell mitbekommt. Leitet dieses Video gerne an Menschen weiter, die genauso ausschauen sollen wie wir jetzt. Oh Gott, ja. Und, ja. Was wollten wir noch sagen? Ach, mach doch auch gerne einen Kommentar. Was sagt ihr zu diesem besonderen In diesem Sinne möchten wir euch noch sagen, dass im Leben alles möglich ist, wenn du nur fest daran glaubst. Fest genug daran glaubst. Und alles dafür tust, Schatz. Alles dafür tust. Vielen Dank, dass ihr immer zuschaut. Genau, vielen herzlichen Dank. Ihr seid die cutesten Mäuse. Danke für alles. Gibt. Danke, Freunde. Bis nächsten Sonntag. Wir küssen euch. Mua. 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 Mua.